Hallo zusammen, willkommen zurück zu Warlords of New York. Während ich hier mit dem Kontrollpunktoffizier ein Selfie gemacht habe, bricht ein neuer Tag an. So, die Sonne geht langsam auf und es wird Zeit, dass es der letzte Sonnenaufgang für Aaron Keener ist. Also mit anderen Worten, wir müssen uns langsam aber sicher mal dem Boss zuwenden. Und wie wir das so verstanden haben, befindet er sich auf einer Insel und auf eine Insel kommt man in der Regel immer mit einem Schiff oder einem Flugzeug. Das Letztere steht uns nicht zur Verfügung, also nehmen wir das Schiff. Dann schauen wir mal, wo es lang geht. Wir haben die Informationen der abtrünnigen Agents ausgewertet und klare Hinweise, dass Keener auf Liberty Island ist. Holen die uns den Scheißkerl. Wir treffen uns am Fair Terminal am Battery Park und dann kümmern wir uns darum. Ja, Liberty Island ist unser nächstes Ziel und da wartet Aaron Keener schon auf uns. Und wir werden diesmal nicht alleine unterwegs sein, sondern wir bekommen Unterstützung von Kelso. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ja, das ist richtig, da kommen wir gerade her. Diese Information ist, ich würde einfach mal sagen, überflüssig. So, dann schauen wir, dass wir uns hier in keine großen Kämpfe verwickeln lassen, sondern direkt Richtung Liberty Island kommen. Lade nach. So. Ich glaube, da sieht man bereits die Docks. Gehen wir hier noch rechts rum. Und dann sollten wir eigentlich allen Scharmützeln aus dem Weg gegangen sein. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ja, ein Waschbär. So, irgendjemand scheint mich da gesehen zu haben. Ja. So, die Kollegen schnappen wir uns noch. So, nicht, dass mir einer in den Rücken fällt. Da ist einer. Das wird ja nicht helfen. So, den machen wir auch noch weg. Feierabend. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, Liberty Island, noch 11 Meter und dann geht's los. Wir werden hier unsere Vorräte aufstocken. Und Kelso wird hier bestimmt schon auf uns warten. Agent, die Black Tusks waren schneller und haben die Fähre gesprengt. Ich habe mich auf einer anderen Fähre versteckt. Sie haben mich noch nicht entdeckt, aber allein schaffe ich die nicht. Wir müssen nach Liberty Island in China zu erledigen. Aber dafür müssen sie erst die Black Tusks am Terminal ausschalten und ein Schiff sichern. Am besten das, auf dem ich mich gerade befinde. Hm. Das klingt doch nach einem Plan. Okay. Der Feind hat ein Geschütz im Einsatz. So. Oh, da kommen auch welche. Da kommt Verstärkung, aber die wird euch nichts helfen. So. Scharfschütze eliminiert. So, das sollte es hier gewesen sein.
Na. Ups, da sind wir irgendwie schön durchgeglitscht. Okay, also das Geschütz können wir da wohl nicht mehr richtig aufnehmen. So. Dann gehen wir ganz nach rechts. Oh ja. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Gut, als nächstes zur Fähre gelangen. Das werden wir versuchen. Nehmen wir mit. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Gegnerischer Funk wird abgefangen. Ups. Aha. Sprengsätze scharf. Zündung in 3, 2, 1. Oha. So, da machen wir ein schönes Snapshot. Ich bin noch hier, Agent. So, aber uns rennt die Zeit davon. Ich stecke auf der letzten Fähre, aber wir müssen sie erst sichern und zum Laufen bringen. Gut. So. Auch hier riecht es nach Ärger. So, Jungs. Ja, aber damit bin ja zum Glück nicht ich gemeint. Okay. Und die Sprengsätze bereit. Und dann los. Wir lassen hier kein einziges Schiff zurück. Agent, Sie müssen die Sprengsätze entschärfen. So. Dann geht's jetzt mal auf die Fähre. Sprengstoff entdeckt. Ah, ich glaube, da war man ein bisschen zu voreilig. Das hätten wir ein bisschen besser vorbereiten müssen. So, dann hier. So, da hinten treibt sich noch einer rum. Gut. Da kommt sie. Ja.
auseinander! Ja, da hat mal wieder einer den Mund ein bisschen weit vollgenommen. So. So, alle Waffen schön durchladen. Dann benutzen wir modernste Informationstechnologie. Und laden hier erstmal wieder voll. So, und da bietet sich auch wieder ein schöner Screenshot an. Ja, Liberty Island. Sehr schön. Weiter geht's. Wir wollen ja schließlich zum Abendessen pünktlich sein. Lässt du die Finger davon? Beschuss durch Drohne! Ach ja, Jungs, ich kann euch in eurem Leid helfen. Ich denke, es sind mehr als nur einer. Okay. So. Auf dem Weg. So, dann wieder das Geschütz einsammeln, die Artillerie und auch hier werden wir. Entschärft. Genau. Scheiße, die Black Tusks nähern sich mir auf dem Oberdeck. Ich werde nicht mehr lange hier bleiben können. So, dann wollen wir mal zum Oberdeck. Ups. Ah, sie gehört ja zu uns. Mensch, Mensch, das ist aber auch ein Sauwetter da draußen. Da schickt man ja nur Agents vor die Tür. So. Dann gehen wir auf die rechte Seite. Ich decke die rechte Flanke. Machen wir ein bisschen Feuerwerk. Oha, da braucht jemand meine Unterstützung. Ups. Moment, der wollte ich durchkürzen. Bringen wir die Fähre auf Kurs nach Liberty Island. Wenn ich ehrlich bin, ist es wunderbar. Kelso, ich habe mir Pernells Daten angesehen und etwas entdeckt. Offenbar hat er unter dem Namen Projekt Eclipse an Chinas Biowaffe mitgearbeitet. Auf der Insel geht etwas Großes vor sich. Das gefällt mir nicht. Egal, was China plant, wir werden es verhindern. Ich traue ihnen nicht. Aber was bleibt mir übrig?
Vergeigen Sie es nicht. Einlaufende Fähre, 8 Meilen Ost. Ich werde viel Spaß haben. Feuerfreigabe. Shit! Runter! Schieß weiter! Festhalten! Sie gehen hart rein! Naja, also ich denke, der Spaß wird ganz auf unserer Seite sein. Gut. Naja, also... Das Ganze verträgt wohl auf jeden Fall einen neuen Anstrich. Eintreffende Verstärkungsanforderung. So, was ist denn los hier? Geht's weiter oder nicht? Naja, dann halt nicht. Na los, gehen Sie! Mir geht's gut. Lassen Sie mich doch nicht. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Das Signal kommt von unterhalb der Statue. Das muss er sein. Willkommen auf Liberty Island. Wie ich sehe, hat die Division alles getan, mir ihre Müden und Armen zu schicken. Keener. Er hat unseren Funk gehackt. Agent, ignorieren Sie ihn. Sie kennen das Ziel. Konzentrieren Sie sich. So, auch da bietet sich noch schnell ein Foto an fürs Album. Denn wenn wir später unseren Kindern davon erzählen, müssen wir doch auch zeigen, worum es ging und wo wir waren. So, also auf geht's, Freunde. Das letzte Kapitel werden wir jetzt aufschlagen. So, noch ein bisschen Material mitnehmen. Da ist auch noch was. So, sehr schön. Neutralisiere letzte EMP. Kine ist erledigt, Sir. Okay, Generalangriff vorbereiten. Alle Mann vorwärts. Die Black Tasks sind nicht zufällig in New York. Sie wollen sich Kine holen. Aber warum? Das, liebe Kelso, ist die 1-Million-Dollar-Frage. Na? Ich doch, Kine. Agent, ich schalte fürs Erste auf Funkstille. Wir wollen ihm doch nicht unsere Absichten verraten. Nein, natürlich nicht. Hören Sie nicht auf das, was er sagt. Ich will sie nur manipulieren. Kehrt zu Ende. Ja, Kelso, bist halt eine kleine Plaudertasche, ne? Nächster Status. Wir haben die Division gesichtet. Aber wir sind bereit, das Paket entgegenzunehmen. Setz den Razorback ein. Oh, der böse, böse Razorback. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah ja, da kommt er. Der Razorback. Ach, die Kollegen sind so weit weg. Okay, dann halt nicht. Aktivieren. Sie müssen den Razorback ausschalten, aber davon profitiert Ihr Gegner. Was werden Sie tun, Agent? Das nennt man wohl eine Zwickmühle. Okay. So. Der Razorback. Das könnte ja jetzt richtig lustig werden.
So, da geht's lang. Hovercraft. So, Jungs, jetzt hier ein bisschen Konzentration. Nehmen wir den Razorback aus dem Spiel. So. Da werden wir unser Geschütz platzieren. Achtung, Drohne im Anflug! Ja, und wir müssen von der Seite an den Razorback. Ja, das wollen die Jungs nicht zulassen. Na, ein bisschen schneller könnte er schon laufen. Also so ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier eingekesselt werden. Also irgendwie ist er heute nicht gut zu Fuß, der Kollege. So. Die Stromversorgung hacken? Ja, das tun wir doch gerne. Ich schieße. Ja. Schwachpunkte entdeckt. So. Mein Geschütz ist im Cooldown. Oha, oha. Dann bringen wir uns erstmal kurz in Deckung. Nee, das ist die falsche Seite. Denke ich mal. Dann bringen wir das Geschütz wieder hier hin, damit wir Deckung haben. Denn ich höre schon wieder einen Hubschrauber mit Verstärkung. Ups, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Von wo müssen wir jetzt hier drauf schießen? Ah, da. Man sollte einer Markierung halt doch glauben. So. So, da kommen wir jetzt auf die andere Seite. So. Ja,
Ja, wie gesagt, schon lange, lange nicht mehr gespielt. Warlords of New York. So, Jungs. Würdet ihr mich mal ein bisschen für einen Moment in Ruhe lassen? Dankeschön. Ja. Schwachpunkte entdeckt. Razorback deaktiviert. So. Razorback ist ausgeschaltet. Oh, ist das eine Scheiße. Beeindruckend, Agent. Jetzt weiß ich, warum man Ihnen den Einsatz anvertraut hat. Sie sollten zum Sockel kommen, damit wir uns näher unterhalten können. Der Vordereingang ist derzeit außer Betrieb, aber hinten gibt es einen Personaleingang. Sie finden ihn schon. Hm. Das ist aber nett von ihm. Solange er Kaffee und Kuchen bereithält, so kommen wir doch gerne mal auf einen Sprung vorbei. So, ein bisschen noch hier einsammeln. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. Ja. Schwuppdiwupp. Haben wir da hinten noch was? Oh, ja. Brauchen wir die? Nee, wir sind voll. An alle verbleibenden Einheiten, bereit machen zum Angriff. Alles, was wir haben, zum Südwesten des Gebäudes. Verstanden? Verstanden, Sir. So. Dann hätten wir hier auch aufgeräumt. Und jetzt müsste noch mal die Superkampfdrohne kommen. Marodeur einsetzen. Es ist unsere letzte, Sir. Machen Sie es. Die Marodeur. Marodeur entdeckt. So. Ja, wer kennt sie nicht? Die Marodeur in seiner ganzen Pracht. Sir, wir haben die Marodeur verloren. Kina, du Hurensohn. System reaktiviert. Na. Nicht bewegen! Oh! Gott verdammt! Ist da irgendjemand böse auf uns? Verstehe ich gar nicht. So, von dem roten Fass halten wir uns mal lieber fern. Und bumm. Sehr schön. Wir haben keine Reserven mehr. Ich weiß. Agent, Ihre Moral und Ihr Spielzeug scheinen gebrochen. Sollen wir auf Verstärkung warten, Sir? Nein. Bis sie ankommt, ist es zu spät. Wir sind hier fertig. Bleiben wohl nur noch wir, Agent. Mein Aufenthaltsort ist bekannt. Ich warte. Tja, und auch nicht nur
Black Tusk sind hier fertig, sondern auch wir für diese Folge. So, ihr wisst es, jetzt gehen wir dann gleich hier unten rein und dann werden wir Aaron Keener gegenüberstehen. Aber das und was dann alles passiert, und ich bin mir auch sicher, da wird einiges passieren, denn das wird jetzt ein richtig hartes Match. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge zu sehen bekommen. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euer Interesse, für das Zusehen und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, ich sage Tschüss, ciao, cheerio.